Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Thermodynamik. In diesem Video wollen wir uns mit speziellen Zustandsdiagrammen befassen, so wie das wichtig ist für das richtige Leben. Ich fange an mit Kohlendioxid, was ja uns ja alle sehr beschäftigt im Rahmen von Klimaveränderung. Hier sehen Sie das Zustandsdiagramm von Kohlendioxid. Und dieses sieht eigentlich aus wie ein Textbuch-Zustandsdiagramm. Wir haben eben die Sublimationskurve, die Schmelzkurve und die Siedekurve. Das Besondere am CO2 ist aber die Lage des Trippelpunktes. Denn unterhalb des Trippelpunktes liegt ein System nicht flüssig vor. In flüssiger Phase kann ein System nur zwischen dem Trippelpunkt und dem kritischen Punkt vorliegen. Und der Trippelpunkt, der ist zwar bei 216,8 Kelvin, also unterhalb von Raumtemperatur, aber der Druck, der liegt hier bei 5,11 bar. Das heißt, wir brauchen große Drücke, um zu diesem Trippelpunkt zu kommen. Und deswegen ist, wenn Sie CO2 als Feststoff vorliegen haben, als Trockeneis, deswegen sublimiert das sofort und schmilzt nicht, wenn Sie das bei Raumtemperatur liegen haben. Das CO2 hat aber noch eine interessante Größe, nämlich den kritischen Punkt. Der kritische Punkt liegt bei 304,2 Kelvin. Das ist knapp über Raumtemperatur. Aber er liegt bei 72,8 bar. Und wenn Sie also einen hohen Druck knapp über Raumtemperatur anwenden, dann erreichen Sie diese kritische Temperatur und diesen kritischen Druck. Und das nutzt man zum Beispiel in Verfahren, indem man mit diesem kritischen CO2 Substanzen extrahiert, wie zum Beispiel das Koffein aus Kaffee, das eine bestimmte Marke patentiert hat. Die anderen Marken müssen das chemisch machen. Und das liegt daran, dass CO2 bei dieser kritischen Temperatur superfluide ist. Also sehr spannend. Wenn Sie CO2 sequestrieren wollen, das heißt flüssig lagern wollen, dann müssen Sie eben sehr hohe Drücke anwenden. Das können Sie in Salinen, hier in der Nähe von Oldenburg, können Sie die zum Beispiel, ist das diskutiert, dass man die in Salinen unterbringt. Oder es gibt die Idee, CO2 im Meer zu verklappen. Dann bilden Sie aber Seen von flüssigem CO2 im Ozean, was für die marinen Organismen natürlich nicht so besonders klasse ist. So, jetzt kennen Sie das Zustandsdiagramm von CO2. Ein anderes System, das sehr, sehr wichtig für unser Leben ist, ist das Zustandsdiagramm von Wasser, das hier gezeigt ist. Das sieht jetzt deutlich komplizierter aus als das Zustandsdiagramm von CO2. Sie sehen, dass der Trippelpunkt hier bei 273,15 Kelvin liegt, aber bei 0,006 bar. Also bei sehr, sehr tiefen Drücken können Sie flüssiges, festes und gasförmiges Wasser gleichzeitig vorliegen haben. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass bei Normaldruck und bei Raumtemperatur flüssiges Wasser vorliegt. Der kritische Punkt ist dabei deutlich größer, der liegt bei 647,3 Kelvin und bei 218 bar, also ganz weit weg von unseren normalen Lebenssituationen. Interessant ist, dass aber bei der festen Phase viele verschiedene Modifikationen vorliegen. Das liegt daran, dass sich unterschiedliche Arten von Wasserstoffbrückenbindungen im Eis ausbilden. Und deswegen ist Pulverschnee anders strukturiert als Gletscher, die unter viel, viel höheren Drücken vorliegen. Also das Eis liegt unter viel höheren Drücken vor. Aber interessant ist ja auch die Anomalie des Wassers. Das heißt, der Übergang oder die Schmelzkurve zwischen fester und flüssiger Phase hat eine negative Steigung. Das liegt daran, dass das Volumen beim Schmelzen abnimmt. Etwas Ungewöhnliches. Ja, die Kurve ist zwar nur leicht ins Negative geneigt, aber das ist merklich und das ist eben für das natürliche Leben wichtig, weil Eis auf Wasser schwimmt im Winter und die marinen Organismen darunter existieren können. Es ist aber auch interessant, weil eben auch Gletscher sehr, sehr hohe Drücke ausüben, wenn sie sehr dick sind. Das heißt, am Boden des Gletschers befindet sich kann das Eis
verflüssigen und daher wandern Gletscher. Und das ist unterschiedlich, je nachdem, was für Gletschereis vorliegt, wie dick die Gletscher sind. Und deswegen gibt es ja unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeiten. Sie haben aber auch bei den anderen Eismodifikationen jetzt Trippelpunkte, die zwischen verschiedenen festen Phasen vorliegen. Also es gibt nicht nur einen Trippelpunkt zwischen Fest-, Flüssig- und Gasphase, es gibt auch Trippelpunkte zwischen unterschiedlichen anderen Phasen, wie in diesem Beispiel zu sehen ist. Ein weiteres interessantes Zustandsdiagramm ist das nächste Diagramm von Kohlenstoff. Diamonds are a girl's best friend. Ja, wenn Sie das mal so näher betrachten, gucken Sie sich mal dieses Zustandsdiagramm an. Eigentlich sind Diamanten nämlich metastabil. Sie dürften eigentlich bei Raumtemperatur nicht existieren, weil sie eigentlich nicht die stabilste Phase sind. Diamanten bilden sich eigentlich erst bei sehr hohen Temperaturen und sehr hohen Drücken, wie Sie hier in diesem Zustandsdiagramm sehen können. Warum sich jetzt Diamanten, die sich unter geochemischen Bedingungen gebildet haben, nicht umwandeln, das liegt an dem Kohlenstoff, weil Sie hier einen Übergang zwischen SP3 zu SP2 hybridisierten Kohlenstoff haben. Und das braucht eine sehr, sehr hohe Aktivierungsbarriere, damit sich das umwandelt. Also, wie gesagt, überlegen Sie sich das noch, ob Sie in Diamanten investieren wollen, die ja eigentlich metastabil sind. Interessant ist aber ein anderer Bereich, der jetzt hier kreisförmig in diesem Zustandsdiagramm angegeben ist. Das ist der Bereich, in dem Kohlenstoff in Form von Graphit vorliegt. Und im Augenblick ist die Forschung sehr, sehr interessiert an Nanomaterialien, an Materialien, die zum Beispiel aus Graphitschichten bestehen, die nur einen Atomar dick sind, aus Röhren, die aus diesen Schichten gebildet werden, oder aus fußballartigen Strukturen, sogenannte Buckminster-Fullerene. Das sind alles eigene Modifikationen von dem Kohlenstoff, die hier nicht so ganz genau eingezeichnet sind in dem üblichen Diagramm, die aber besondere Eigenschaften haben und dort im Fokus der aktuellen Forschung stehen. Das letzte Zustandsdiagramm, das ich Ihnen heute zeigen möchte, das ist das Zustandsdiagramm von Helium. Ich zeige Ihnen eins, nämlich Helium-4. Helium-3 sieht nochmal anders aus und hat nochmal andere Übergänge. Aber was ich hier eigentlich hervorheben möchte, ist insbesondere ein Phasenübergang zwischen zwei flüssigen Phasen. Hier gezeichnet als Liquid 1 und Liquid 2. Und zwar ist das ein Phasenübergang, bei dem eine normale Flüssigkeit übergeht in eine superfluide Flüssigkeit, die an allen Wänden und so weiter hochkriecht. Und das können Sie eben beim Helium beobachten. Sonst sind andere Punkte relativ ähnlich, aber vielleicht ist auch noch festzustellen, dass es keinen direkten Berührungspunkt zwischen der festen und der Gasphase beim Helium gibt, sondern es gibt hier nur einen Phasenübergang zwischen der flüssigen und der festen Phase. Sie sehen also, Zustandsdiagramme können sehr, sehr unterschiedlich aussehen, sind sehr spannend und man nutzt eben diese Eigenschaften für alle möglichen Prozesse, so wie ich sie in diesem Video bereits erwähnt habe und noch vieles mehr.